Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute meinen Subwagen neben mir stehen. Ich habe ja vor ungefähr einem Jahr auch schon mal ein Video über meinen aktuellen Sub gemacht und ich dachte, weil sich das auch einige gewünscht haben, dass ich euch nochmal eine geupdatete Version zeige und euch meinen derzeitigen Sub vorstelle. Ich verlinke euch nochmal das letzte Video und dann könnt ihr sehen, wie sich mein Sub so ungefähr ein bisschen verändert hat. Und ich habe euch ja schon mindestens 24 Bücher von meinem Sub vorgestellt in meinem Video der 24 Bücher für 2024. Das heißt, auch das Video werde ich euch nochmal verlinken. Ich werde euch zwar nochmal die Bücher zeigen, aber ich werde dann nicht nochmal auf die einzeln eingehen, sondern dann könnt ihr nochmal in dem anderen Video schauen. In meinem Subwagen sind aktuell 58 Bücher und ich glaube, das ist nur minimal besser als letztes Jahr. Aber dieses Jahr setze ich mir wirklich die Challenge, dass ich den Sub abbaue. Ich würde sagen, wir fangen an in der ersten Reihe. Da haben wir ganz am Rand einmal Royal Blue, steht auch auf meiner Liste. Auch die nächsten vier Bücher stehen auf meiner Liste. Das ist einmal Froststerne von Anna Fleck. Dann haben wir einmal Covid, den dritten Teil. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, denn in dem 24 Bücher für 2024 Video habe ich die Reihenfolge vertauscht. Da müsste das der vierte Teil sein, Cord, und Charm, der fünfte Teil. Das sind auf jeden Fall alles Bücher von meiner Liste der 24 Bücher für 2024. Dann haben wir jetzt nächstes ein Buch, auf das ich mich auch schon freue. Und zwar ist das Lightlark von Alex Aster. Das ist auch ein Fantasy-Roman, ich glaube einer Fantasy-Reihe. Und das Buch habe ich mal gewonnen. Das hat auch einen Farbschnitt. Aber das steht jetzt noch nicht allzu lange auf meinem Sub. Deswegen wird es da wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben. Es geht hier um einen rätselhaften Fluch, einen tödlichen Wettbewerb und eine unmögliche Liebe. Den jahrhundertealten Fluch brechen, der auf ihrem Volk lastet, das ist Islas einziges Ziel. Entschlossen reist sie nach Lightlark, wo alle 100 Jahre das Centennial stattfindet, ein Wettkampf zwischen 6 Herrschern, deren Reiche unter dem grausamen Bann leiden. Die Prophezeiung besagt, einer von ihnen muss sterben, damit der Fluch endgültig gebrochen werden kann. Um zu überleben, muss Isla lügen, betrügen und entscheiden, ob sie ihrem geheimnisvollen Mitstreiter Grimm und ihren Gefühlen für ihn trauen kann. Ich finde, es hört sich auf jeden Fall gut an. Ich habe schon gemischte Meinungen gehört. Einerseits ein paar schlechte und andererseits haben Leute auch gesagt, dass man einfach ein bisschen brauchte, um reinzukommen und dann fand sie es mega. Ich bin sehr gespannt. Hört sich auf jeden Fall für mich sehr gut an und deswegen bin ich da schon sehr gespannt drauf. Dann haben wir als nächstes Buch ein Colleen Hoover Buch hier und zwar Nur noch einmal und für immer. Das ist die Fortsetzung von Nur noch ein einziges Mal. Also das müsste dann die Geschichte um Atlas und Lily sein, nachdem Band 1 halt aufgehört hat. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich mochte den ersten eigentlich sehr gern, weil er, finde ich, vom Thema her richtig gut umgesetzt war. Aber es ist auch nicht so ein Buch, zu dem ich jetzt sagen würde, dass es zu meinen Lieblingsbüchern gehört oder dass ich jedem ans Herz legen würde. Hat nämlich, wie gesagt, ein sehr schwieriges Thema und ich bin gespannt, wie es in der Fortsetzung halt weitergeht. Und dann haben wir ein Buch auf dem Sub, das ich auch letztes Jahr gezeigt habe. Und zwar ist das immer noch Die Beschenkte von Kristen Cashore. Ich hatte es ja schon im letzten Video gezeigt und ich weiß auch immer noch nicht, wann ich es mal lesen werde. Es ist ein Fantasy-Buch und ich weiß gar nicht mehr, ob es die Fortsetzung in dieser Auflage noch gibt. Deswegen mal schauen. Irgendwann werde ich es noch lesen. Ich werde es auf jeden Fall noch nicht aussortieren. Aber ich weiß halt nicht, wann ich dazu komme. Dann sind wir auch schon mit den ersten hier vorne fertig und es geht auf der Rückseite weiter. Da haben wir einmal die Caraval-Reihe, habe ich auch vorgestellt in meinen 24 Büchern für 2024. Deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber es sind halt wie gesagt die drei Bücher. Dann kommt Once Upon a Broken Heart, habe ich auch dort vorgestellt. Genauso wie Für immer ein Teil von dir von Colleen Hoover. Endless Skies von Gabriela Santos de Lima. Die Dark Sigils-Reihe von Anna Benning. Und Friends, Lovers and the Big Terrible Thing von Matthew Perry. Alles Bücher meiner Liste der 24 Bücher 2024. Dann fangen wir mit der zweiten Reihe hier unten an. Und da ist direkt erstmal ein Neuzugang. Und zwar ist das Bevor sich unsere Wege trennen. Ich habe ja Bevor der Kaffee kalt wird wirklich absolut geliebt. Ein 5-Sterne-Buch für mich gewesen. Und das ist eben jetzt die Fortsetzung. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es geht hier wieder um 4 Geschichten. Wieder um eine Reise in die Vergangenheit. Aber mal schauen, ob die Bedingungen ähnlich sind oder ob es andere Bedingungen gibt. Auf jeden Fall freue ich mich mega darauf, weil, wie gesagt, ich habe Band 1 einfach geliebt und das Buch wird auf jeden Fall bald gelesen. Hat auch nicht so viele Seiten, deswegen ist das nicht so schlimm. Dann kommen auch wieder Bücher meiner Liste der 24 Bücher für 2024. Da haben wir einmal Where the Roots Grow Stronger von Katinka Engel, A Touch of Darkness von Scarlett Sinclair, The Fine Print aus der Dreamland Billionaires Reihe von Lauren Asher, Vielleicht jetzt von Caroline Wahl, The Beautiful von Renée Audier, Like Snow We Fall und Like Fire We Burn von Ayla Dade. Das sind auch beides Bücher der Liste
und dann habe ich hier aber noch den, ich glaube, das müsste der vierte Teil sein, like Ice Rebreak. Ich habe aber den dritten Teil noch nicht, das heißt, mir fehlt da einer. Den werde ich mir auf jeden Fall auch irgendwann holen und dann habe ich die gesamte Reihe zu Hause. Und dann geht es weiter mit Kingdom of the Wicked, den zweiten Teil, und Kingdom of the Wicked, den dritten Teil von Carrie Maniscalco. Auf die beiden Bücher freue ich mich so, so, so sehr. Und die sind auch einfach so schön zusammen. Das war es dann auch schon mit der vorderen Reihe der zweiten Reihe. Dann machen wir weiter da hinten. Da fangen wir an mit Die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Auch ein Buch meiner 24 Bücher für 2024 Liste. Und dann haben wir ein Buch hier, das nicht mir gehört. Das gehört meiner Schwester, aber sie hat es mir ausgeliehen. Deswegen habe ich es jetzt erstmal dazu gezählt. Das ist Wenn sie wüsste von Freida McFadden. Das ist ein total gehypter Thriller. Also der war wirklich sehr beliebt. Und über das Buch habe ich auch schon sehr viel Gutes gehört. Deswegen bin ich mega gespannt drauf und freue mich da auch schon total drauf, das zu lesen. Im Klappentext steht, Nina bietet Millie eine Stelle als Hausmädchen an. Der Job ist Millies einzige Chance auf einen Neuanfang. Niemand hier kennt ihre Vergangenheit. Dann macht Nina ihr das Leben zur Hölle. Doch sie ahnt nicht, mit wem sie es zu tun hat. Was steckt hinter dem perfiden Spiel und wer wird es gewinnen? Ich bin sehr gespannt. Freue mich auf jeden Fall schon mega auf dieses Buch. Dann haben wir einmal Die Legende des Phönix. Habe ich auch zu Weihnachten bekommen von Greta Milan. Es geht hier um eine Phönixgeschichte, ein Fantasybuch. Das ist der Band 1 eines Romantasy-Zweiteilers. Es geht darum, dass manche Menschen in dieser Welt Phönixkräfte in sich tragen, aber nicht jeder dieser Menschen weiß von dieser Kraft. Als Eden dann eines Nachts in den Straßen San Franciscos von düsteren Gestalten angegriffen und von vier Fremden mit Waffen aus Licht gerettet wird, erfährt sie die Wahrheit. Sie ist eine Phönixkriegerin und selbst dazu bestimmt, gegen jene dunklen Feinde zu kämpfen. Doch wieso zeigt sich bei ihr keine Lichtgabe? Kann sie den Phönixkriegern wirklich vertrauen? Und was verwirkt der unnahbare Krieger? Kane, dessen Blick ihnen unter die Haut geht. Ich freue mich sehr drauf, es hört sich auf jeden Fall mega an und ich hoffe, dass es mir gefällt. Als nächstes haben wir ein Buch, das ich erst vor kurzem gekauft habe und das ist A Breath of Winter von Carina Schnell. Ich wollte das Buch eigentlich jetzt noch nicht kaufen. Ich wollte es unbedingt lesen, aber ich wollte es jetzt noch nicht kaufen und mir dann irgendwann erst gebraucht kaufen. Aber ich war dann letztens im Hugendubel und habe das Buch so durchgeblättert und da sind einfach so eingebundene Illustrationen drin, also wie so eine durchsichtige Seite. Und das einmal von der Hauptprotagonistin wahrscheinlich und vom Hauptprotagonisten. Ich fand das so cool, dass ich das mitnehmen musste. Und jetzt habe ich es hier. Ich werde es wahrscheinlich noch nicht in nächster Zeit lesen, aber ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Und ich finde das einfach wunderschön mit diesen Illustrationen da drin. Hier hinten drauf steht ein Fürst der Unterwelt mit einem weichen Herzen. Ein Hexenschlechter ohne Skrupel, eine verborgene Hexe mit nur einem Ziel, Rache. Middengard ist ein gesetzesloses Land, in dem Söldner mordend und brandschatzend umherziehen, Valkyren den Himmel bevölkern und Trolle die Wälder unsicher machen. Doch Middengard ist auch ein Land uralter Magie. Als ein gnadenloser Mörder immer mehr Hexen den Tod bringt, wird der Trupp des gefürchteten Söldnerführers Gent auf den Hexenschlechter angesetzt. Die junge Smilla schließt sich den Söldnern unter einem Vorwand an. Niemand soll wissen, dass sie eine Hexe ist und endlich Rache für die Ermordung ihrer Familie nehmen will. Während ihrer gefahrvollen Suche nach dem Mörder kommen Smilla und Gent einander ungewollt näher. Doch Smilla ahnt nicht, wie dunkel das Geheimnis ist, das Gent vor allen verbirgt. Ich finde, es klingt sehr interessant, obwohl ich irgendwie noch nicht ganz verstehe, wie die Fantasy-Welt dann aufgebaut sein wird. Wer wirklich die Bösen sind, wer nicht. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und finde es einfach wunderschön. Dann haben wir als nächstes den zweiten Teil der Dunbridge Academy. Ich glaube, das hatte ich letztes Jahr auch schon auf dem Sub. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gelesen, weil mir der erste Teil nicht so gefallen hat und ich deswegen irgendwie die Lust bis jetzt verloren habe. Ich glaube, es geht ja auch um eine Second Chance Romance und das ist ja auch nicht so mein geliebtester Trope. Deswegen bin ich da, glaube ich, ein bisschen abgeschreckt noch von. Aber irgendwann werde ich es lesen und mal schauen, ob es mir dann gefällt. Dann habe ich immer noch Die Frau des Zeitreisenden drauf. Habe ich auch schon damals drauf gehabt und bis jetzt immer noch nicht gelesen. Aber ich werde es auch irgendwann lesen. Mal schauen, wann. Dann folgt The Green Mile von Stephen King. Das ist eines der Bücher, die ich auch unbedingt lesen möchte. Aber ich bin dazu bis jetzt noch nicht gekommen und das ist auch ein ziemlich dickes Buch. Ich habe davon mal den Film angefangen und fand dieses Thema einfach so interessant, dass ich halt einfach vorher das Buch noch lesen wollte. The Green Mile ist der Todestrakt des Staatsgefängnisses Cold Mountain. John Coffey wurde zum Tode verurteilt, weil er zwei Mädchen missbraucht und ermordet haben soll. Dem Hünen wohnt aber auch eine übernatürliche Kraft inne. Kann ein Mörder zugleich ein begnadeter Heiler sein und wenn ja, darf oder sollte man ihn dann töten? Ich bin sehr gespannt darauf, wie das Buch ist und dann werde ich auch irgendwann nochmal den Film schauen. Bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf. Dann folgt ein Klassiker und zwar In einem anderen Land von Ernest Hemingway. Habe ich auch noch nicht gelesen. Ich habe es mal angefangen, fand ich dann aber irgendwie zu dem Zeitpunkt einfach nicht passend. Und ich wollte mich da auch nicht durchquälen, deswegen ist es immer noch auf meinem Sub. Aber auch das Buch werde ich irgendwann auf jeden Fall lesen. In einem anderen Land ist eine zarte Liebesgeschichte vor dem grellbrutalen Hintergrund des Ersten Weltkriegs. Der Roman begründet Hemingways Weltruhm und wurde mehrfach verfilmt. Mal gucken, wann ich das irgendwann lesen werde. Dann habe ich immer noch das Buch von Ferdinand von Schirach drauf.
Kaffee und Zigaretten. In einem der Videos, wo ich das mal vorgestellt hatte, wurde mir gesagt, dass man am besten nicht mit dem Buch anfangen sollte, sondern mit anderen Büchern von dem Autor. Deswegen liegt das jetzt immer noch auf meinem Sub und irgendwann werde ich mir mal andere Bücher zulegen und die dann da vorlesen und dann kommt das irgendwann auch runter. Ist auf jeden Fall ein Buch, was noch eine Weile draufbleiben wird. Und als letztes habe ich Faded von Ann-Kathrin Lorenzen. Das habe ich auch schon eine Weile drauf. Werde ich auf jeden Fall auch irgendwann noch lesen. Und damit haben wir auch die zweite Reihe hier fertig. Das Schlimmste jetzt an diesem Video ist, an die unterste Reihe zu kommen. Aber wir holen da jetzt mal die Bücher raus. Als erstes habe ich hier den, ich weiß nicht, welcher Teil das ist. Müsste der vierte Teil der Midnight Chronicles Reihe sein. Ja, der vierte Teil. Und den fünften Teil der Midnight Chronicles Reihe von Bianca Iosivoni und Laura Kneidel. Ich habe die ersten drei Bände gelesen. Finde die eigentlich ganz in Ordnung, die Fantasy-Reihe. Und deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht. Mir fehlt noch ein Buch der Reihe und dann habe ich sie vollständig. Ich werde die aber auf jeden Fall in 2024 beenden. Dann habe ich hier einmal Defy Me von Tara Murphy. Das ist der fünfte Teil der Shatter Me-Reihe. Und Find Me, wo zwei Novellen drin sind, und zwar Shadow Me und Reveal Me. Ich glaube, Shadow Me liest man noch bevor Defy Me, deswegen werde ich die jetzt auch bald ungefähr lesen. Aber da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Als nächstes habe ich den ersten Teil der Paper Princess Reihe von Erin Watt. Über die Reihe habe ich schon einiges Gutes gehört. Ich bin gespannt, weil ich die schon ewig lesen wollte und habe die letztens irgendwo gebraucht gefunden, sehr günstig, und deswegen musste die dann mit. Im Klappentext steht: Seit dem Tod ihrer Mutter schlägt sich Ella Harper allein durch. Tagsüber sitzt sie in der Schule, nachts arbeitet sie in einer Bar. Dann steht plötzlich der Multimillionär Callum Royal vor ihr. Er behauptet, ihr Vormund zu sein und nimmt Ella kurzerhand mit in seine Villa. Aus ihrem ärmlichen Leben kommt Ella in eine Welt voller Luxus. Doch bald merkt sie, dass mit dieser Familie etwas nicht stimmt. Callums fünf Söhne begegnen ihr mit Feindseligkeit. Besonders einer von ihnen macht Ella das Leben schwer. Und trotzdem knistert es gewaltig zwischen ihnen. Ob aus Hass noch Liebe werden kann? Klingt auf jeden Fall cool, weil ich das mega finde, wenn die Leute so gezwungenermaßen aufeinander sind und da so eine Spannung entsteht. Deswegen mal schauen, wann ich die lesen werde. Auf jeden Fall freue ich mich da schon sehr drauf. Dann haben wir irgendeinen Teil von True Lovers. Ich habe den letztens von einer lieben Bookstagrammerin bekommen. Ich glaube, das müsste Band 4 sein. Ich habe bisher jetzt den ersten Band nur gelesen, wollte die Reihe aber weiterlesen, weil mir der Schreibstil total gut gefallen hat. Und ich glaube, das war damals ein 4,5-Sterne-Buch. Deswegen geht es mit dem Buch irgendwann weiter. Ich werde mir aber erst die anderen Bücher natürlich vorher kaufen. Es geht aber, glaube ich, in jedem Buch um andere Leute. Hier hinten steht zumindest ganz knapp und kurz drauf: Er ist ihr Bodyguard, für sie riskiert er alles, sogar sein Herz. Ist also eine Bodyguard-Geschichte, finde ich cool und deswegen bin ich gespannt drauf. Als nächstes haben wir hier True North von Serena Bowen. Das ist der erste Teil einer New Adult-Reihe. Ich glaube, das müsste New Adult sein zumindest. Habe ich auch schon einiges Gutes drüber gehört, aber habe es auch schon ewig auf dem Sub liegen. Ich glaube schon seit letztem Jahr. Aber irgendwann werde ich es auf jeden Fall lesen. Im Klappentext steht: Als Audrey Kidder der finstere Blick von Griffin Shipley trifft, weiß sie sofort, dass ihr Auftrag in Vermont schwieriger wird als gedacht. Doch sie hat keine Wahl. Wenn sie ihren Job behalten will, muss sie Griff davon überzeugen, seinen preisgekrönten Cider zum halben Preis zu verkaufen. Eine harte Nuss, denn der Biofarmer ist nicht nur ausgesprochen stur und unheimlich attraktiv, sondern seit ihrer heißen Affäre am College auch nicht besonders gut auf Audrey zu sprechen. Und dass sich Audrey in Griffs Nähe augenblicklich so zu Hause fühlt wie nirgends sonst auf der Welt, macht die Sache alles andere als einfach. Spielt auf jeden Fall auf einer Apfelplantage. Ich bin mega gespannt und finde, es hört sich irgendwie sehr süß an. Dann habe ich jetzt nächstes Court of Sun von Lexi Ryan. Das Buch habe ich mal bei einem Gewinnspiel gewonnen und ich finde, es hört sich auch mega an. Erinnert mich ein bisschen an Das Reich der Sieben Höfe. Hier hinten steht nämlich drauf: Die begnadete Diebin Abriella hasst die Fae. Doch als ihre Schwester Jess als Sklavin an den König des Schattenhofes verkauft wird, ist sie gezwungen, in deren magische Welt einzutauchen, um Jess zu retten. Am Hof wird Abriella nicht nur in ein Netz von Intrigen verstrickt, sondern gerät noch zwischen die Fronten der verfeindeten Reiche des Lichts und des Schattens. Und sie muss sich zwischen zwei Prinzen entscheiden, die beide um ihr Herz kämpfen. Einem kann sie vertrauen, einer wird sie verraten. Mit diesen Höfen, das erinnert mich halt einfach an Das Reich der Sieben Höfe. Und es klingt auf jeden Fall mega spannend, deswegen werde ich auch das irgendwann mal anfangen. Dann habe ich hier Lila von Colleen Hoover. Auch das steht auf meiner Liste der 24 Bücher für 2024. Und 1984 von George Orwell. Auch das steht auf der Liste. Dann sind wir mit der vorderen Reihe hier fertig. Und wir haben nur noch eine kleine Reihe da unten, die wir jetzt auch nochmal durchgehen. Als erstes fangen wir an mit einem Mann namens Ove oder Ove, ich habe keine Ahnung, von Frederik Backmann. Ich habe den Film absolut geliebt und wollte irgendwann mal das Buch lesen, deswegen habe ich das jetzt hier, aber ich habe es noch nie gelesen. Damit habe ich es aber auch nicht eilig, deswegen liegt das auch schon eine ganze Weile auf meinem Sub. Bestimmt schon seit letztem Mal und wird vielleicht auch da noch eine Weile bleiben. Dann habe ich hier Stay With Me und Forever With You von Jay Lynn. Bei den beiden Büchern habe ich ja überlegt, ob ich die vielleicht mal aussortiere. Aber ich glaube, aktuell behalte ich die noch und probiere es zumindest noch mit dem Buch. Und wenn mir das Buch nicht gefällt, dann werde ich die Reihe halt einfach aussortieren. Aber ich werde
werde es halt zumindest mit einem der Bücher nochmal versuchen. Dann haben wir hier den ersten Teil von Bridgerton von Julia Quinn, und zwar Der Duke und ich. Ich habe das Buch auch irgendwann mal gebraucht geholt, weil ich Bridgerton einfach total mag und möchte die Bücher eigentlich auch mal total gern lesen. Deswegen habe ich das hier, aber habe ich auch schon ewig hier. Hatte ich, glaube ich, auch schon letztes Jahr auf dem Sub. Mal schauen, wann ich irgendwann dazu kommen werde. Aber aktuell habe ich damit auch nicht so eilig. Dann haben wir Stolz und Vorurteil von Jane Austen in so einer hübschen Schmuckausgabe. Ich bin der Meinung, das hatte ich letztes Jahr auch schon auf dem Sub. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gelesen, aber will ich auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen. Und als nächstes haben wir hier Power Hour von Adrienne Herbert. Das ist ein Non-Fiction-Buch. Da geht es, glaube ich, darum, dass man nur eine Stunde am Tag investieren muss, um das Leben zu bekommen, das einen glücklich macht. Das heißt, es gibt so Tipps, wie man diese Power Hour in seinen Alltag integrieren kann, um das irgendwie voll auszunutzen. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal lesen und bin gespannt drauf, was da so als Information enthalten ist. Dann habe ich hier unten noch Suspicious Minds. Das ist die Vorgeschichte von Stranger Things. Ich habe aktuell nicht mehr so das Bedürfnis dazu, das Buch zu lesen. Damals war ich eigentlich voll interessiert dran, aber jetzt irgendwie ist mir da die Lust so ein bisschen vergangen. Deswegen mal schauen, ob ich es irgendwann nochmal lesen werde. Aber aktuell weiß ich es noch nicht so wirklich. Und dann haben wir hier Das Spiel des Engels von Carlos Ruiz Zafón. Tut mir leid, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Das Buch habe ich mal in einem Bücherschrank gefunden und fand, es klang eigentlich richtig gut. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon eine ganze Weile auf dem Sub liegen. Ich habe einfach noch nie dazu gegriffen. Im Klappentext steht: Barcelona in den turbulenten Jahren vor dem Spanischen Bürgerkrieg. Der junge Autor David Martin fristet sein Leben als Autor von Schauerromanen, als er einen mit dem Zeichen eines Engels versiegelten Brief erhält. Der mysteriöse Verleger Andreas Corelli macht ihm ein unwiderstehliches Angebot. Bald kämpft David um sein Leben und um seine große Liebe. Ich finde, es klingt eigentlich richtig interessant, aber ich weiß nicht, warum ich dazu noch nicht gegriffen habe. Irgendwann werde ich es auf jeden Fall nochmal lesen. Es ist auch nicht so dünn, deswegen schreckt mich das wahrscheinlich ein bisschen ab. Aber irgendwann wird das noch was. Und dann haben wir auch nochmal drei Subleichen, die ich letztes Jahr auch schon drauf hatte. Und zwar einmal Bis zum Morgengrauen, der erste Teil von Twilight von Stephanie Meyer. Irgendwann werde ich die Twilight-Reihe mal lesen. Ich habe die wirklich noch nie gelesen, nur die Filme gesehen. Und als Fantasy-Leser ist es eigentlich so ein bisschen ein Muss, diese Twilight-Reihe mal zu lesen. Deswegen irgendwann werde ich die nochmal lesen. Dann habe ich einmal Dämonentochter, den ersten Teil einer Fantasy-Reihe von Jennifer Armentrout. Habe ich auch schon ewig auf meinem Sub, aber möchte ich irgendwann auf jeden Fall lesen. Und das Buch habe ich auch schon tausendmal gezeigt. Das ist Kalte Asche. Liegt auch nur schon so lange auf meinem Sub, weil ich einfach immer noch nicht den ersten Teil davon gekauft habe. Und den ersten Teil soll man vorher unbedingt lesen. Deswegen wird auch das noch wahrscheinlich eine Weile auf meinem Sub liegen. Das waren alle aktuellen Bücher aus meinem Subwagen. Damit haben wir das geupdatet für 2024. Ich hoffe wirklich, dass ich nächstes Jahr ein Video mache, das nicht so viele Bücher beinhaltet, das vielleicht so um die 30, 20 Bücher beinhaltet. Ich möchte es wirklich versuchen, meinen Sub abzubauen, nicht so viel zu kaufen, einfach erstmal das zu lesen, was ich habe. Aber es ist irgendwie immer dann doch schwieriger, als ich es mir vorstelle. Und am Ende des Jahres denke ich mir dann wieder so, nächstes Jahr wird wirklich Subabbaujahr. Aber ich versuche es mir zumindest vorzunehmen. Gleichzeitig ist es aber auch mal total schön, eine große Auswahl an Büchern zu haben, je nachdem, auf was man gerade so Lust hat. An der Stelle werde ich jetzt das Video beenden. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video.